Vom Freedom Day, dem Tag der Freiheit, sprechen viele in England. Trotz hoher Infektionszahlen sind dort fast alle Corona-Beschränkungen weggefallen. Die Regierung hält gesetzliche Maskenpflicht und Abstandsregeln für verzichtbar. Hintergrund ist vor allem die erfolgreiche Impfkampagne. Trotzdem sind die Lockerungen riskant, denn wegen der Delta-Variante wurden in Großbritannien in den vergangenen Tagen schon so viele Neuinfektionen registriert wie zuletzt im Januar. Punkt Mitternacht. Die ersten feiern das Ende der Corona-Regeln. Nachtclubs dürfen öffnen, Maskenpflicht ab jetzt freiwillig. Auch Abstand halten muss man nicht mehr. Und das, obwohl die Infektionen mit der Delta-Variante des Virus rasend schnell zunehmen. Die 7-Tage-Inzidenz im ganzen Land bei über 370. Es ist einfach gefährlich, jetzt zu öffnen. Wir haben extrem hohe Infektionszahlen und ein Umfeld, in dem Mutationen entstehen können. Die größte Gefahr ist, dass das Gesundheitssystem wieder überlastet wird. Und die Anzeichen sehen wir jetzt schon. Auch in der Bevölkerung wachsende Sorge. 2/3 der Briten würden zumindest einige Maßnahmen lieber noch beibehalten. Premier Johnson rudert deswegen etwas zurück. Er selbst muss am Wochenende in Quarantäne. Er hatte Kontakt zu einem Corona-Infizierten. Please, 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 be cautious. Bitte, 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 bleibt vorsichtig. Geht mit Umsicht und mit Respekt für andere Menschen in den Tag. Und denkt an die Risiken, die Corona immer noch mit sich bringt. Verschieben wollte er das Ende der Maßnahmen aber nicht. Dagegen regt sich Widerstand, zuletzt vom Londoner Bürgermeister Khan. Der macht seine eigenen Regeln. Im öffentlichen Nahverkehr muss hier weiter Maske getragen werden. Im Frühjahr, da hatte die Konzert- und Veranstaltungsbranche in Deutschland noch etwas Hoffnung, dass es in diesem Jahr vielleicht doch schon wieder funktionieren könnte mit den großen Musikfestivals. Mittlerweile ist aber klar, es gibt zwar ein paar kleinere Ersatzfestivals, aber die richtig großen Veranstaltungen, die können nicht stattfinden, trotz Hygienemaßnahmen. Damit kämpfen die Betreiber schon den zweiten Sommer um ihre beruflichen Existenzen. Eschwege 2019. Mehr als 20.000 Besucher auf dem Open Flair tanzen, feiern. Nach langem Hoffen fällt das Open Flair dieses Jahr ein zweites Mal in Folge aus, wie fast alle Festivals in Deutschland. Grundsätzlich hat die Branche Verständnis für Corona-Einschränkungen. Scharfe Kritik gilt allerdings den unklaren Vorgaben der Politik. Wir haben Verordnungen, die gehen, verändern sich monatsweise ja eigentlich. Und ich weiß eigentlich im Prinzip jetzt nicht, was im August tatsächlich in der Verordnung drinstehen wird und was wir machen können und was wir machen dürfen. Und dementsprechend auch nicht, welche Einnahmen zu erwarten wären. Ein enormes Risiko nach einer ohnehin schon langen Durststrecke. Vielen sind auch die Hilfen weggefallen, weil sie aufgrund ihrer Firmenstruktur zum Beispiel nur in sehr wenigen Monaten Überbrückungshilfe bekommen haben, auch keine hohe November- oder Dezemberhilfe erwarten konnten, weil ja November, Dezember keine Festivalmonate sind. Die Festivals fordern eine Perspektive. Es muss möglich sein, alle zu impfen. Und wenn wir das dann getan haben, dann muss die Menschheit wieder laufen, frei laufen können. Dann müssen wir wieder Veranstaltungen machen können. Und jeder muss dann für sich auch wieder selbst verantwortlich sein. Die Hoffnung liegt nun auf dem Herbst und auf Unterstützung auch über die Pandemie hinaus, damit die Branche sich wieder erholen kann. Nach den verheerenden Überschwemmungen und gewaltigen Schäden in Teilen Deutschlands müssen jetzt in vielen Fällen die Versicherungen einspringen. Deren Aktien sind heute entsprechend erheblich unter Druck, allen voran die der Münchner Rück. Mehr dazu jetzt von Stefan Wolf an der Frankfurter Börse. Natürlich ist noch lange nicht klar, wie viel diese Jahrhundertflut die Versicherer kosten wird. Weiß man doch auch noch nicht, welche Schäden überhaupt versichert sind und welche nicht. Expertinnen und Experten gehen aber davon aus, dass es ein sehr schadensträchtiges Jahr 2021 werden wird. Ähnlich wie zum Beispiel das Jahr 2002, als unter anderem die Elbeflut im August dazu beigetragen hat, die Schadenshöhe für die Versicherer diesbezüglich auf 11 Milliarden Euro zu treiben. Ähnliche Höhen könnten auch dieses Mal erreicht werden, heißt es hier. Hinzu kommen natürlich noch die Folgekosten, wenn die Infrastruktur wieder neu hergestellt werden soll, zum Beispiel. Und wenn man sich auf solche weiteren Katastrophen einstellen will, auch dafür sind umfangreiche Baumaßnahmen nötig.
Der Aktienmarkt zeigt sich von diesen Einschätzungen durchaus belastet. Die Papiere der großen Versicherer verlieren hier bis zu 4,5%. Das zieht natürlich den deutschen Aktienindex hier zum Wochenauftakt deutlich ins Minus. Aber die Kurse werden nicht nur davon belastet, sondern auch von steigenden Corona-Fallzahlen. Die Sorge rund um die Pandemie ist wieder da, heißt es hier auf dem Parkett. Und diese Sorge, die natürlich sich darum dreht, dass Reisetätigkeiten wieder eingeschränkt werden könnten, dass Sperrgebiete errichtet werden könnten, das belastet natürlich vor allen Dingen Aktien der Reisebranche, aber auch viele andere Papiere. Es sind schlechte Nachrichten, vor allem für die deutsche Autoindustrie. Nach Experteneinschätzung bleiben nämlich wichtige Bauteile, wie zum Beispiel Halbleiter, weiterhin Mangelware. In manchen Bereichen, wie etwa Speicherchips, dürfen sich die Lieferengpässe sogar erst in den Jahren 2023 und 2024 wieder entspannen, so das Untersuchungsergebnis der Analysefirma Gartner. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen können Halbleiter wegen Verfallsdaten nicht auf Lager produziert werden. Zum anderen gab es in den vergangenen Monaten auch Versorgungsengpässe mit Rohstofflieferanten. Gleichzeitig ordneten Hersteller von Unterhaltungselektronik mehr Chips, da diese durch die Pandemie besonders nachgefragt waren. In vielen Branchen haben sich die Auftragsbücher zuletzt wieder gefüllt. Doch das gibt leider noch keinen Anlass zur Entwarnung. Vor allem Unternehmen, die von Lieferketten und Rohstoffen abhängig sind, können bestellte Ware derzeit oft nicht rechtzeitig fertigstellen. Und das könnte langfristig durchaus zum Problem werden. Wie es der Industrie geht, zeigt beispielhaft Samson, der Anbieter von Industrieventilen. Konzernumsatz 630 Millionen Euro, 4.500 Mitarbeiter weltweit. Kurzarbeit, Entlassungen oder Hilfskredite, all das war für das Großunternehmen kein Thema. Doch Aufträge blieben aus, erzählte uns Konzernchef Andreas Wiedel im vergangenen Juli. Die Folge? Wir drehen ehrlich gesagt jeden Euro gerade zweimal um, weil wir nicht genau wissen, wie sich das hier entwickelt. Also wir sparen nach wie vor. Es quietscht nicht mehr ganz so stark wie im letzten Jahr, wo wir gar nicht wussten, was auf uns zukommt. Aber wir sehen jetzt nach wie vor aufgrund dieser Probleme in der weltweiten Lieferkette, dass es noch keinen Anlass zur Entwarnung gibt. Lücken in der Lieferkette und Rohstoffmangel, das ist das neue Hauptproblem. Und nicht mehr fehlende Aufträge wie bisher. Eine völlig neue Erfahrung für Samson und ganz typisch für die Lage insgesamt. Über Jahrzehnte klagte immer nur eine Minderheit von Unternehmen, Rohstoffmangel behindert unsere Produktion. Jetzt, im Nach-Corona-Boom, sagt fast die Hälfte, nämlich 45%, der Rohstoffmangel behindert uns. Es fehlen Rohstoffe. Rohstoffe sind teuer geworden. Das heißt, die Auftragsbücher füllen sich, aber es fehlen zum Teil Materialien auch bei unseren Kunden, um ihre Projekte umzusetzen. Der Rohstoffmangel wird zum größten Hemmnis für den Aufschwung, beklagen immer mehr Manager. Ein neues Phänomen. Denn bislang galt immer, gibt es mehr Aufträge, steigt kurz darauf die Produktion und umgekehrt. Sinkt der Auftragseingang wie in der Finanzkrise, bricht auch die Produktion ein. So wie am Beginn der Pandemie. Doch jetzt. Die Unternehmen haben viel mehr Aufträge, als sie abarbeiten können. Es klafft eine große Lücke zwischen explodierendem Auftragseingang und langsam steigender Produktion. Und das sind nicht irgendwelche Kurven, die auseinanderlaufen. Wirtschaftswissenschaftler Timo Wollmershäuser kennt die Folgen für uns alle. Die deutsche Industrie kann auch nicht so viele Beschäftigte einstellen, wie sie das eigentlich tun würde, wenn sie eben die Aufträge alle abarbeiten würde. Und das bedeutet natürlich für unseren Wohlstand Einkommensverluste, die wir nicht hätten, wenn wir sozusagen die Produktion vollfahren könnten. Auf diese neue Erfahrung hätten sie bei Samson liebend gerne verzichtet. Auf einen anderen Lerneffekt nicht. Es klappt tatsächlich, wenn die Mitarbeiter nicht am Schreibtisch sitzen. Beim mobilen Arbeiten müssen sich auch die Chefs umstellen.